Schnallt euch an für Vlog 900. Das hab ich euch versprochen. Vlog 900. Ich würde sagen, lasst uns den krankesten Vlog beginnen. Let's go. Wir haben uns einfach hier so eine Kanone gekauft, die man eigentlich bei Festivals benutzt. Stopp, stopp, stopp. Oh mein Gott. Die Wohnung ist komplett am Arsch, Digga. Juhu. 900. Vlog. Ich werde hier locker 2 Monate aufräumen müssen. Oh nein. Das Messer wird flash. Ich habe gerade die mega Idee bekommen. Das ist eine ultra smart Idee, glaub mir. Das wird ja mega Arsch. Digga. Let's go. Oh mein Gott, das ist echt, das klappt ja wirklich. Freunde, ich habe eine Mystery Box von eBay bestellt. Und zwar, haltet euch fest, für 500 Euro. Und alles, was hier drin ist, werdet ihr bekommen. Ich werde das Ganze verlosen, verschenken, keine Ahnung. Leute, heute ist euer Vlog, unser Vlog, unser gemeinsamer Jahrestag. Deswegen, meine Freunde, gehört es euch. Ich bin sehr gespannt, was hier drin ist. Warte mal. Es ist auf jeden Fall einiges drin. Ich hoffe, ich wurde hier nicht abgezogen mal wieder. Eine Mystery Box für 500 Euro. Da muss jetzt was Geiles drin sein, sonst bin ich sauer. Na gut, im Endeffekt gehört es ja eh euch. Also, ja, ihr habt dann ja den Salat. Okay, Leute, fangen wir an mit dem ersten Item. Ich sehe schon, was ist das? Hä? Chupa Chups. Ich habe Lollis gekauft für 500 Euro. Was ist das hier? Hä? Eine echte Rolex. Die ist bestimmt echt, oder? Oh nein, ich wurde wieder abgezogen. Bruder, schwöre. Oh, Bruder. Okay, Leute, ich habe also jetzt eine neue Rolex. Cool. Nein, alles 500 Euro. Ist das Kim Jong-un? Nein! Was ist das für eine Scheiße? Oh nein, das wird noch schlimmer. Fake AirPods! Jetzt reicht's langsam! Hä? Oh nein! Oh nein! Oha, wie cool. Fühlt sich auch an wie AirPods. So eine Scheiße! Das ist jetzt nur Müll! Was ist das hier, Junge? Kristallcola. Klare Cola, die kann. Nee. Das ist eine Cola. Mach mal auf. Der Mann kommt vom Dorf, der weiß, wenn so Flaschen aufmacht, wie irgendwelche Flaschen. Oh nein, super! Super, vielleicht ein Zick, das nicht. Was? Das ist wirklich Cola, Digga. Hä, voll nice. Das ist das erste Gute, was hier drin war. Weiße Cola, ich wusste gar nicht, dass es was gibt. So, das Beste. Okay, Freunde. Okay, wir haben hier noch was. Nein. Bitte. Ja! 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 Eine gute Sache. Oh, wenn die jetzt fake ist, dann raste ich aus. Nintendo Swatch, Digga. Oh, sie ist echt. Oh, sie ist echt geil, Leute. Freunde, wir haben eine echte Nintendo Switch da drin gehabt. Eine Fake Rolex, die werde ich auf jeden Fall jetzt auch immer tragen. Weil ich so lauchig bin, rutsche ich, dass ihr wisst. Passiert, Digga. Freunde, ich würde sagen, diese Nintendo Switch verlosen wir jetzt. Und zwar werden wir es so machen. Ich gehe jetzt auf die Straße und der Erste, der mich anspricht, also der erste Zuschauer von mir, kriegt die jetzt einfach geschenkt. Ich dachte, das ist so geil sein. Und vielleicht auch eine Rolex. Wir schauen mal. Okay, Freunde, wir sind jetzt gerade hier vor dem Dom. Mal schauen, wie lange es dauert, bis wir hier angesprochen werden. Aber es gibt noch eine weitere Bedingung. Und zwar müssen die abonniert sein, weil wir kontrollieren das. Wenn die kein Abo dagelassen haben, dann gibt's hier gewonnen. Los erkannt. Moin, Jungs. Wir machen kurze Kontrolle. Kurze Straße, weil Kanal abonniert hat. Ja, ich Internet. Das ist nicht blöd, aber egal. Ja, die hatten kein Internet. Ja. Der hat niemals abonniert, Digga. Der hat gerade am Handy noch was gedrückt. Ich kenne. Aha. Ich kenne. Oh, die Frage. Ja, genau. Was? Aber warte mal. Die große Frage ist jetzt, habt ihr mich auch abonniert? Ja. Ich hatte wirklich, dann zeig's auf dem Handy. Zeig auf dem Handy. Ich hatte dich nur abonniert, aber ich habe einen neuen YouTube. Hast du mich deabonniert? Fernsehen abonniert. Auf deinem, okay, es ist nur eine kleine Straßenkontrolle hier. Kannst du mir zeigen, dass du mich abonniert hast auf deinem Handy? Hab dich abonniert. Wir machen kurz Straßenkontrolle. Habt ihr, wir müssen einmal kurz sehen, ob ihr mich abonniert habt auf dem Handy. Ich hab kein Handy. Belastend, Leute, das ist belastend. Aber wollt ihr ein Foto machen? Ja. Okay, ja. Dann machen wir. Okay, hast du mich abonniert? Warte. Du bist abonniert? Ja. Ja, wichtig, Digga. Ja. Damit hast du gewonnen. Und zwar eine Nintendo Switch. Bruder! Ja! Ehrenmann! Und hier noch eine Fake Rolex für euch. Ja! Danke, Bruder. Ich schaue jetzt nach, wer der erste Abonnent von meinem Kanal ist. Und ich würde sagen, wir gucken genau jetzt mal rein. Nein, das bin ich selber mit meinem Zweitkanal. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich habe meinen Zweitkanal wieder gefunden. Ach du Scheiße, Digga. Ach du Scheiße. Die coole Ente, Digga. Die gehört dir meine Stimme an. Jetzt habe ich vom Chili-Laden wiedergekommen. Und der bezeugt, 2012 habe ich schon YouTube-Videos gemacht.
Leute, wenn ihr auf dem zweiten Kanal davon eine Reaktion haben wollt, auf diesen wunderschönen Kanal, lasst ein Abo da, ich flipp aus. Mein echter erster Abonnent ist aber ab zum 123. Er hat vor 6 Monaten ein Video hochgeladen. Das ist mein echter, wirklicher erster Abonnent. Junge, ab zum 123, du bist mein erster Abonnent, der mich jemals abonniert hat. Geht alle in seine Kommentare von ab zum 123. Du bist einfach mein erster Abonnent. WTF. Geht alle in seine Kommentare, gönnt deren Mann. Meld dich auf jeden Fall bei mir und lass uns auf jeden Fall mal schnacken, Alter. Das ist ja mega krank. Aber mein erster Abonnent, Digga, wie lustig. Dieses Jahr war relativ entspannt eigentlich. Seit dem letzten Best-of ist ja eigentlich fast gar nichts passiert. Da wäre nur... Ich habe die 100.000 Abonnenten geknackt. Ich hatte meinen ersten großen Auftritt. Ich hatte mein erstes und mein letztes Fan-Treffen. Ich habe eine Serie gedreht. Ich habe Lisa Küppers kennengelernt. Ich habe mich mit Lisa Küppers verstritten. Ich habe mich 2020 wieder mit Lisa vertragen. Ich habe erstmal Videos mit Lea gedreht. Ich bin in meine erste eigene Wohnung gezogen. Ich habe mit Lea den größten Slime der Welt gemacht. Dann bin ich zurecht rausgeflogen aus der Wohnung. Ich habe mir Flash den immer noch süßesten Hund der Welt gekauft. Viele verrückte Experimente. Ein riesen Kaugummi. Ein riesen Geschenk für Lea. Eine riesen Pizza für alle meine Freunde. Eine Wasserrutsche und dann habe ich Isabel kennengelernt. Ganz viele Spinnen im Gesicht. Crazy Sachen in der Trampolinhalle. Trampolinhallen-Challenges. Da habe ich Keanu kennengelernt. Und Nona. Wir haben in einem Unterwasserhaus gelebt. Ich habe Leas Zimmer zerstört. Ich habe unser Badezimmer zerstört. Ich habe einen LKW zerstört. Und Keanu und Isabel. Zweimal. Also dann nochmal mit der Wasserrutsche. Wir haben einen Lamborghini zerstört. Okay, das nicht, aber Lea ist ihn gefahren. Aber dafür haben wir Tims Auto zerstört mit einem Monster Truck und ein mini neues Auto geschenkt. Ich bin mit Lea in ein riesiges aufblasbares Haus gezogen. Ich bin mit einem Anhänger in einen McDrive gefahren. Ich habe nachts im Schwimmbad gepennt. Ich habe in der Gummizelle gepennt. Ich habe in einem Iglo gepennt. Ich habe in einem Papphaus gepennt. Ich habe in einem Kino gepennt. Ich habe in der Glaskugel gepennt. Ich habe in der Schule gepennt. Ich habe in einem Wasserpark gepennt. Ich habe in einem Süßigkeitenladen gepennt. Wo habe ich alles eigentlich gepennt dieses Jahr? Ich habe Johannes ganze Wohnung voller Schnee gemacht. Ich habe mein Auto verschönert. Ich habe mein Auto komplett zerstört. Nice. Dann habe ich mir ein Badewannenboot geholt, um zu fahren. Dann haben wir Aushalten in der Trampolinhalle gemacht. Aushalten im kältesten Raum, aushalten mit Schlangen, aushalten auf Monsterwellen, einen riesigen Burger gekauft, eine riesige Ente gekauft, immer den coolsten Urlaub meines Lebens gehabt, Lea aus dem Helikopter geworfen, mit dem Cabrio in die Waschanlage gefahren, Ja sage im Feuerzeitpark gedreht, meiner kleinen Schwester ein Pferd geschenkt und meiner Mama ein Pferd geschenkt. Also, viel ist jetzt nicht passiert, ne? Nee. Alter, wie viel haben wir gemacht? Wie war euer Jahr so? Wenn ihr das nächste Jahr nicht verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall jetzt ein Abo da, es lohnt sich. Und vielleicht kriegt ihr dann auch eine Nintendo Switch geschenkt. Let's go. Warte mal, eine Sache habe ich doch da ganz vergessen. Ich habe doch den Song jeden Tag hochgeladen, der mittlerweile einfach schon 7 Millionen Views hat. WTF. Aber Leute, in dem Song ist doch ein Fehler drin. Ich sage 600 Videos jeden Tag. Wir haben aber jetzt 900. Da muss ein neuer Song her. Let's go. Es ist 2021, ich hab einfach mal einen Aal bestellt. Ohne Witz, keiner kannte dich. Und jetzt machen alle anderen mit deinem Namen Klicks. Hab jetzt viel immer noch ein Idiot. Immer hart am Hasseln, scheinbar hat sich's gelohnt. Euer Support, der ist nie verflogen, denn mittlerweile sind wir schon fast 2 Millionen. Und der Plan ging voll auf, wie hat alles geklappt? Ey, das frag ich mich auch. Danke an euch, denn ihr habt immer an mich geglaubt. Ohne dich wäre das alles nichts mehr als ein Traum. Und ihr seht alle sehr gut aus, ihr habt den Hey-Shop einfach leer gekauft. Was haben wir uns da aufgebaut? Unsere Erlebnisse werden nie mehr geklaut. 600? Hallo? Nein, 900 Videos sind wir schon, Bro. Warte kurz, wir machen das kurz richtig. 900 Videos jede Woche, ja, das hab ich euch versprochen. Der kleine Junge wächst ganz schön viel, das Leben ist für mich ein Spiel. 900 Videos jede Woche, ja, das hab ich euch versprochen. Der kleine Junge wächst ganz schön viel, oh shit. Thank you.